Hallo und herzliches Willkommen, mein Name ist Lukas Max. Heute ein neues Grand Theft Auto 6 Video auf meinem Kanal. Du willst nichts rund um Grand Theft Auto 6 verpassen, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer euren Freunden eine News voraus seid. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Wie man wahrscheinlich schon im Titel gesehen hat, geht es heute darum, wie man bis zum Grand Theft Auto 6 Release überleben kann. Da habe ich euch mal so 5 Tipps vorbereitet. Und yes, ich würde sagen, ich fange direkt an. Der erste Tipp ist, auch wenn es ein bisschen schwer sein wird, aber du solltest dich nicht so krass auf GTA 6 hypen. Ich persönlich weiß, es ist extrem schwer, aber ihr müsst daran denken, dass das Warten sich lohnen wird. Der zweite Tipp wird sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber du solltest dir immer GTA 6 News anschauen, aber behalte dir immer im Hinterkopf, du solltest dich nicht so krass auf GTA 6 hypen. Und wenn ihr noch keinen Kanal habt, wo ihr täglich Grand Theft Auto 6 News bekommt, dann abonniert gerne diesen Kanal, würde mich wirklich sehr freuen und es unterstützt mich auch. Ich persönlich finde auch, wenn man sich GTA 6 News anschaut, dann kriegt man immer mehr das Gefühl, dass das Warten sich lohnen wird. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum dritten Tipp. Den dritten Tipp wende ich persönlich auch täglich an. Und zwar kauft euch alte GTA-Teile und spielt sie durch. Egal, ob ihr sie schon mal durchgespielt habt oder nicht, kauft sie euch, spielt nochmal alle durch, dann seid ihr perfekt auf GTA 6 vorbereitet. Der dritte Tipp ist, redet auch mit anderen, die sich genauso krass wie ihr auf GTA 6 freuen. Tauscht euch aus, was ihr von GTA 6 erwartet und was ihr nicht in GTA 6 haben wollt. Erzählt euch gegenseitig, was eure Lieblingsteil von der GTA-Reihe ist und wieso, warum es euer Lieblingsspiel von GTA ist. Einfach austauschen über euer Lieblings-GTA. Der fünfte Tipp ist eigentlich nur für die, die einen krassen Gaming-PC haben oder einen guten Gaming-PC haben. Und zwar nehmt euch euer Lieblings-GTA-Teil und haut einfach eure Traum-Mods raus. Das wird euch auch einiges halt helfen und das macht euer Lieblings-GTA-Teil nochmal zu was komplett Neuem. Und ich persönlich empfehle euch, nehmt euch GTA 5, installiert euch ein Vice City und Liberty City Mod und installiert euch Real Life Autos, dann gönnt euch nochmal dieses Spiel. Das wird euch auch ein paar Monate wirklich unterhalten. Bis ihr Vice City in GTA 5 alles erkundet habt, wird wirklich nochmal ein paar Monate dauern. Und yes, so hat euch das Grand Theft Auto 6 Video gefallen, dann lasst gerne ein Abo da und natürlich auch ein Like und aktiviert die Glocke und teilt dieses Video damit eure Freunde auch wissen, wie sie bis zum Grand Theft Auto 6 Release überleben können. Und yes, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luke, ja, und ciao, ciao.